die zur Tenakt-Festung wurde? Könnte Aether da drin sein? Mich umzusehen wird nicht einfach, wenn überall Tenakt-Krieger sind. Naja, es kommt drauf an, ob die böse sind. Diese F-38 Razor Wing, eines von nur 4 erhaltenen Flugzeugen, die von der Joint Task Force 10 in der Heißzonenkrise eingesetzt wurde. Was ein, mein Gott, als VTOL Mehrzweck-Kampfflugzeug der 6. Generation war sie auf Luftüberlegenheit, Angriffsmissionen, Luftnahunterstützung, elektronische Kriegsführung und Informationsbeschaffung ausgerichtet. Was fehlt denn da noch? Personentransport wahrscheinlich oder Warentransport. Unsere Marschälle sind tot. Viele Soldaten mehr seitdem getötet. Und Regalas Armee wird nur immer... Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie was eine Frisur, Freunde. Und wir auch nicht. Wie hält das? Haarspray gibt's ja nicht mehr. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du in Questheim. Weißt, wer ich bin? Hier schaltest du, wenn ich es richtig erinnere, habe, eine Marina frei. Mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat. Legendär? Ja. Du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich... Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine oh. der Visionen, die du erwähnt hast? Das ja. erste Mal Hikaru? Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Zu Hikaru, los geht's. Gehen wir zu Häuptling Hikaru. Er ist im Thronsaal. Am Ende des Hains. Komm. Sei willkommen in den Berichten der Zehn. Drei Wetter Tanak. Aha. Soldat 10. Es ist defekt. Unvollständig. Angeführt waren. Kampfbereit. Ah. Alles. Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Was ich witzig finde, der Oberhäuptling sitzt in einem Gedenkhain mitten in einem Dschungel und nicht in einer Stadt. Das ist schon interessant. Gibt's noch mehr? Nee. Das Original der Präsidentenverfügung, die vom Kongress bewilligte Notstandsermächtigung nutzte, um die Evakuierung der meisten Bezirke im Gebiet um Los Angeles, Las Vegas und Phoenix anzuordnen. Familien und Einzelpersonen sollten zunächst in provisorischen Lagern untergebracht werden, bevor neue Unterkünfte in bewohnbaren Gebieten für sie gefunden werden sollten. Hier sind Hologramme. Zehn Regionen. Überlegt jede Höhe. Zehn verteidige Erks. Während ihres Kriegs erklommen die Zehn steile Felsen in beißendem Schnee und Wind. Sie machten vor nichts Halt, um die Iren zu schützen. Du lässt sie unbesiegbar klingen. Das waren sie nicht. Doch die Visionen erzählen uns von ihrem Mut und ihrer Stärke.
Etwas, das unsere Soldaten anstreben. Der Himmelsclan verehrt besonders diese hier. Sie lassen sich in den Bergen nordwestlich von hier nieder. Aha. Ausstellung zeigt holographische Darstellung aller G-Sin-Kampfdrohnenmodelle, die während des Konflikts eingesetzt wurden. Die JTF-10 führte G-Sins nicht tödliche Ausrichtung schnell ad absurdum. Schwerer Baustein im Text plötzlich. Bei jedem Kampf, ob plötzliches Artilleriefeuer von den kalten Hängen des Gold Mountain, nördlich des Big Beer Seas, im Hinterhalt. Aha. Seltene Erdenkonvoi zu stoppen, bewiesen JTF-10-Soldaten immer wieder, dass modernste KI neumodische Waffen es nicht mit menschlicher Raffinesse aufnehmen können. Nach 1000 Jahren ist eine Stadt nun etwas überwuchert. Klar, wenn hier eine Stadt ist und ein Gebäude, aber ich hätte halt gedacht, dass der zum Beispiel hier in der Stadt ist. Die ist gut umbaut, das ist so zentral, keine Ahnung. Aber offensichtlich nicht. Worum geht es darin? Die Zehn führten im Herzen der Wüste Krieg gegen ihren Feind. In einem lebensfeindlichen Gebiet. Überraschenderweise hatten sie Erfolg. Der Wüstenclan folgt ihrem Beispiel. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchquert haben. Ja, sie wirken ein bisschen extrem. Das wäre für sie ein Kompliment. Ah, okay. Also basierend auf den Hologrammen haben sich diese Clans gebildet. Leute. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Naja, Akutenshi, das Problem bei einer 1000 Jahre alten verlassenen Stadt wäre, das siehst du ja bei den, keine Ahnung, bei den Ägyptern, bei den Mayan oder sonst was. Gebäude sind sehr porös auf Dauer. Also, das... Die Visionen haben viele inspiriert. Da sieht man halt nicht so viel. Myka Kardori, Direktorin. Hi Andy, kannst du die zuständigen Leute aus der Wartung, der Aufsicht und vom Sicherheitspersonal bitte über die neuen Öffnungs- und Schließprotokolle informieren? Öffnen der Galerieräume. Holographische Displays 15 Minuten vor der Öffnungszeit einschalten. Schaukästen auf Verschmutzung überprüfen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Außenbereichen prüfen. Schließen der Galerieräume. Sicherstellen, dass die Putzroboter ihre Hygienerunden beendet haben. Reinigung bestätigen normalerweise mit Net. Okay. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die Zehn? Ja, sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken und den perfekten Moment abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Okay. Kann das sein, dass das der Thron... Das sieht aus wie der Thronsaal. Ach du Kacke. Uiuiui. Hey, Fremde. Angeblich kann man mit dem Relikt, das du trägst, die Stimmen der Alten hören. Ist das wahr? Der Öko-Tribe von der Main-Quest davor wurde ja auch sehr stark durch seine Umgebung beeinflusst.
Ja, natürlich. Die tragen ja auch immer irgendeinen Pflanzensamen mit sich rum, ne? Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osaram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmann frei. Verstanden, wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Mhm. Die Stimmen der Krieg... Wenn ihr mal was, wenn ihr auf... Ihr müsst mal eine Sache beachten. Die Gesichter sehen alt aus. Der Körper nicht. Also die haben einfach einen Kopf alt gemacht, aber den Körper nicht. Deswegen haben die alle den Körper wie eine 20-Jährige, aber das Gesicht wie, keine Ahnung, Mitte 40. Ja, aus der Vergangenheit. Und diese Osaram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der Zehen darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den Zehen meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen. Aufzeichnen abschließen. Ich habe meine Aufnahme gefunden. Ich nehme alle, die du hast. Lass mich dir etwas dafür geben. Was? Ich kann auswählen. Ich kann etwas von ungewöhnlich bis legendär nehmen. Gut, das Problem ist, was heißt Problem? Ich habe noch keine Donnerkiefer, habe ich ja schon mal gesehen. Wir nehmen mal den Bebenzahn-Stoßzahn. Diese Stimmen werden hier aufgehoben. Man wird sich an sie erinnern. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde. Jetzt haben wir auch noch was, um das abzugeben. Dann gehen wir mal in den Thronsaal. Mein Fokus kann Funkbacken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Ist das vielleicht ein epischer Platz für einen König? Junge. Lass mich raten, ich muss hier stehen bleiben? Doch nicht. Willkommen in der Halle der Helden. Dieser Raum erinnert an Roberto Medina, der den Feldzug gegen die Regierung und ihre Flotte von General Synetix Kampfdrohnen finanziert und anführte. Oberst Edward de la Hoya, Kommandant der JTF-10, brillanter Stratege und Veteran, der die zahlenmäßig überlegenen Regierungstruppen abwendete. Oberst N. Faraday, die legendäre Rednerin, die die ersten Versöhnungsversuche einleitete, sowie alle, die während des Feldzugs und der Schlacht in der Mojave ihr Leben ließen. Ah. Ich habe epische Orte gesehen. Ich auch, Uncharted 4. Das ganze Spiel Uncharted 4. Da gehst du von Welt zu Welt und denkst dir die ganze Zeit, what the fuck? Wie kann ein Spiel, was jetzt technisch gesehen was älter ist, immer noch so geil aussehen? Hi, Freunde. Der Häuptling ist drinnen. Bist du bereit für ihn?
Ist der Häuptling menschlich oder ist das eine Maschine? Bin bereit. Gut. Komm. Ach so, was das bei den Ea ist, glaube ich. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie diese französische Königin hieß. Aber da gab es auch eine, die ist am Ende sehr wahrscheinlich daran gestorben, weil die sich über ihr fast ihr ganzes Leben hat die sich stark bleihaltige Schminke aufs Gesicht gemalt. Ich glaube, das lässt einen auch altern. Das ist auf jeden Fall ein Jet. Ist er da drinne? Nee. Es ist unter dem Thron. Ich hätte noch einen Arm. Dich bald, Fremde. Das war Kotala, ne? Die Retterin von Meridian. Geile das heißt, Stimme. Du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Und ihren Champion Grodda besiegt. Im Zweikampf. Beeindruckend. Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann. Und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschällen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Die Augen sind gut gemacht. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich habe es gesehen. Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschälle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Augen sind Hilf gut gemacht. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen. Und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschälle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht, und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Aloy, du bist doch nicht Gott. Versuche es. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht gelingt es sogar. So oder so musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschälle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dazu können Krieger nur ernannt werden... durch einen Urteilskampf namens Kulrut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulrut. Doch da ist noch mehr. Aus Angst vor Regalas Angriff weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden. Und zwinge Tecote, den Kommandanten des Himmelsklans, dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kohlrot nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Cotallo wird dir helfen. Er wurde in Fahrlicht verkrüppelt. Aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinquell geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Der wirkte nicht so nett, ne? Wenn du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Der wirkte gerade nicht so freundlich. Regala. Verschaff nannte Regala deinen größten Fehler. Warum? Das geht dich nichts an. Wirklich?
Ich kämpfte in Fahrlicht gegen ihre Truppen und kenne nicht mal ihr Problem. Sie war die tödlichste meiner Marschälle. Die Spitze meines Speers. Was ist passiert? Vor allem verabscheut Regala di Kaja, die ihre Brüder lebendig verbrannten. Verständlich. Als wir die roten Raubzüge zurückschlugen und die Mauern von Fahrlicht einrissen, da hoffte sie, sie bis nach Meridian zu jagen. Sie erkannte den Preis eines solchen Kriegs nicht. Oder den Segen des Friedens nach dem Tod des verrückten Königs. Als ich Awads Flehen Gehör schenkte, drehte sie durch, nannte mich Verräter, forderte mich vor den Marschällen heraus. Und hat verloren. Und wie hast du darauf reagiert? Wärst du eine Tenakt, wüsstest du, dass man so etwas nicht ablehnen kann. Sie war nicht leicht zu bezwingen. Ich habe 7 Narben aus diesem Kampf. Die anderen Marschälle wollten ihre sofortige Hinrichtung. Doch ich konnte unsere Verbindung nicht einfach trennen. Ihre Treue war ebenso grenzenlos wie ihr Zorn. Ich verschonte sie. Doch sie sah diese Gnade als Demütigung an, der sie nie entkommen wird. War es ja auch, ne? Egal also das Ziel. Will sie deinen Tod. So ist es. Doch damit nicht genug. Sie wird nicht ruhen, bis alle 3 Clans mit ihr gegen Meridian marschieren. Wer weiß, wenn sie Maschinen kontrolliert, könnte sie es dem Erdboden gleich machen. Wäre nicht der erste Versuch. Hab ich gehört. Was? Ist das okay? Über Star Trek Voyager? Deine Lieblingshand ist weg. Der hat doch noch seine Hand. Oder meinst du sie? Verschaff. Tut mir leid, wegen Verschaff. War sicher ein guter Mann. Mehr als ein Mann. Eine Brücke zwischen Tenakt und Kaja. Kein Fremder gewann je unseren Respekt so wie er. Ich hatte gehofft, er würde meine Stimme in Meridian. Dass der Friede mit den Kaja zu mehr werden könne. Ein Bündnis? Ein Austausch. Die Kaja haben uns vieles voraus. Unsere Taten zieren in Tinte unsere Haut. Erinnerungen sterben mit dem Fleisch. Doch die Kaja vergessen nie. Ihre Taten stehen in Büchern und Schriften. Du wolltest von ihnen lernen. Wie ich von Verschaff gelernt habe. Er wird mir fehlen. Der andere am Anfang. Ja, das fiel mir dann auch ein. Aber ich habe das jetzt, also der hat ja nur ganz kurz gesagt, wir sehen uns draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich böse ist, weil am Ende des Tages hat der ja wegen uns sein Leben noch, ne? Keine Ahnung. Die Kammer unten. Hast du also gesehen, was im Keller ist? Habe ich. Am Tag meines größten Sieges. Was meinst du? Über Generationen kämpften die 3 Clans um die Kontrolle über diesen heiligen Boden. Mir allein gelang es. Jahrelang kämpfte ich. Mähte alle meinem Weg nieder. Als ich schließlich alle Rivalen getötet hatte, stand ich ganz allein im Hain. Nur ich im Glanze meines Sieges, dachte ich zumindest. Da donnerte es im Osten und ein blauer Blitz schlug ein. In die Kammer. Das war das Signal. Alle stirbt und Äther kommt. Ja. Um mich herum wurden die Visionen des Hains lauter und heller. Und plötzlich tauchte eine neue vor mir auf. Die Alten sprachen. Und was sie sagten, veränderte alles. Was haben sie denn gesagt? Was sagten die Alten dir in dieser neuen Vision? Jene namens Faraday sagte die Gefahr durch die Maschinen voraus. Und dass wir sie nur gemeinsam stoppen können. Sie rief die Marschälle zum Erhalt des Friedens auf. Dann schwand die Vision. Und ich sah sie nie wieder. Ich kennzeichnete die Stelle mit meinem Speer und nahm mir Faradays Worte zu Herzen. Entsagte dem Krieg zwischen den Clans, lehrte Krieger Maschinen zu bekämpfen, ernannte Marschälle durch die Kulrut. Seitdem herrschte Frieden im Stamm, bis zu Regalas Angriff auf Fahrlicht. Und die Kammer unter dem Thron, gingst du nach der Vision rein? Genau. Es ist ein uraltes Gerät darin. Es summt vor Macht. Du wirst es selbst sehen nach der Kulrut.
Das schwöre ich. Okay. Ich tue, was du willst und geh nach Norden zu Tecote. Keine Volo-Vibes. Aber unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Deka, wenn du rausgehst. Sie wird dich für deine Reise ausrüsten. Ausrüsten? Habe ich da Ausrüstung gehört? De La Hoya Exponat. Darunter auch Oberst De La Hoya, Kommandant der JTF-10, ein charismatischer Offizier. Als die Merasur-Vereinbarung gestaltet, einmal beriet sich Medina mit De La Hoya, der sich daraufhin... Ah. Okay, das sind jetzt die verschiedenen Exponate. Ich habe immer noch Hikaru verschafft. Könnte sein, ne? Also ich will nicht sagen, dass es nicht so sein kann. Na, meine kleine Panka-Omi. Lass uns reden. Hikaru sagte, du hast etwas für mich? Eine Waffe für deine Mission. Du brauchst sie auf dem weiten Weg nach Steinfall. Dort streifen viele Maschinen herum. Und unsere Späher melden Regalas Rebellen in der Gegend. Maschinen und Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Wie wahr. Geh nach Norden zu den Hügeln. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und dir die kalte Luft in der Lunge schmerzt. Dann weißt du, dass du im Reich des Himmelsklans bist. Folge den Wegen der Zehn, Aloy. Raise the fist. Abriss-Präzisionspfeile sind jetzt für eine deiner Scharfschützbögen verfügbar. Oh, yes, please. Die sind auch teuer in der Herstellung, uiuiui. Wenn ich Ether haben will, werde ich wohl mit Hikaru auskommen müssen. Ich sollte lieber zu Marschall Cotallo und Steinfall. Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Raise the fist. Das ist dein Lagerfeuer. Nee, ist es nicht. Was ist es denn? Okay, man muss irgendwie in das Flugzeug kommen. Aber die Frage ist, wie und wo? Heiß wie eine Osseram-Schmiede. Würde irren. In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Luke. Was machen die neuen Pfeile? Die machen mehr Abrissschaden. Also, im Grunde genommen, wenn ich jetzt auf Roboter, also auf Maschinenteile schieße, fallen die schneller ab. Hinten war auf jeden Fall Griffe, um da dran zu gehen.
erbitte Status-Update. Flug 41, ihr müsst euren Kurs anpassen, um den Schwarm zu umgehen. Bitte antworten, Ende. Keine Antwort. Ich bin mal ganz kurz um die Ecke. Bis gleich. Kommt man wieder und drückt in die Pause? Es tut mir leid. Ich kann ja ein Spendenziel machen, dass mir hier so eine Toilette eingebaut wird unterm Schreibtisch. Da kann ich einfach vom Sitz in die Toilette pinkeln so. Was hältst du davon? Muss ich nur mal mit meinem Vermieter sprechen, was der davon hält. Glaubt, der findet das nicht gut. So. Ich würde ja gern Langhälse freischalten. Dass die Karte mal was freigeschaltet wird. Was soll denn das? Flug 41, bitte bestätigen. Meine Sensoren melden, dass der Kabinendruck weg ist. Ich schätze, die Crew ist tot und der Autopilot an. Flug 41 ist ein Geisterflug. Was immer mit den Personen im Flugzeug passiert ist, sie konnten nicht antworten. Weil ich waren sie auch schon nicht mehr am Leben. Okay, komm. Wir gucken mal, ob wir den hier hinbekommen. Das ist zu Neckbeard. Was meinst du mit Neckbeard? In der Nähe sendet das Signal. Welches Signal? Meint es. Ich glaube, die meint immer noch das da oben. Reife gibt nach einem Schlag eine Astro. Sagen, hä? Weiter geradeaus. Bin ich jetzt am Feuer vorbeigelaufen? Da! Blindfisch bin ich.
So. Na komm her. Im Sandsturm kämpfen ist, glaube ich, nicht besser. Finde mehr Ballisten. Aber mehr als zwei gab's doch gar nicht. Den da haben die Maschinen wohl auch erwischt. Das ist zwar eine Balliste, aber damit ist kein Anker mehr da. Mit einer Balliste kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Komm schon. Ach, Kacke. Den muss ich einmal sauber ins Auge schießen, dann ist vorbei. Wow. Häng in der Wand fest. Aua. Unverschämtheit. Wo bist du? Da ist der Himmelsgleiter. Das Verrückte ist halt hier. Hier sind zwar Ballisten, womit ich. Womit ich vielleicht gegen die Roboter kämpfen kann, aber. Oh, an den Beinen komme ich bestimmt nicht hoch. Ich muss es anders versuchen. Das ist meine Chance. Bam! Aua. Yes! Die, you little bird! Zack! Okay. Hallo! Entschuldigung. Das kommt in meinen Vorrat. So. Aber was heißt denn das jetzt? Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Okay, ich gehe mal da rauf und guck mal, ob ich Ballisten finde. Die Balliste haben wir. Maschinenkadaver. Leiche. Da kommt ein Giftsprüher.
schon. Korrodierendes Drecksvieh. Ich überlege gerade. Na komm. Lass mich deine Nippel angreifen. Nippel. Zack. Zack. Ach, komm schon. Nippel, die Nippel. Das sind aber auch kleine Ziele, ne? Das war nicht richtig. Ach du blödes Vieh. So, finde mehr Ballisten, aber hier sind nur von Speeren durchlöcherte Dinger. Aber keine Balliste. Hier ist eine. Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Große wieder hier ist. Bisschen unser Inventar auffüllen. Kann sich nur um Stunden handeln. So, reicht das jetzt? Was war das für ein Geräusch? Tut mir echt leid, mein Großer. Oh! Upsa! Da ist er gestolpert. Armer kleiner Langhals. Aloy, was machst du da hinten? Das, was ich vorhin meinte über Neckbeards, das direkt im Stuhlgepisse. Ach so. Nee.
Das wäre auch echt eklig. Oh je. Oh je, oh je. Ob das viele Lagerfeuer sind oder ob das viele Lagerfeuer sind, ich weiß nicht. Donnerrücken, Donnerkiefer, Brüllrückenherde. Verstehe, ich verstehe. Daten zur Überbrückung der Maschine könnten in einer anderen Brutstätte sein. Hallo. Hä? Hat Aloy jetzt Conqueror's Haki von One Piece oder was ist gerade passiert? Hä? Einfach tot. Einfach tot. Die bloße Anwesenheit hat sie vernichtet. War einfach zu viel. Hä, wo ist denn meine Maschine jetzt wieder hin? Okay, mein Reittier ist wieder gestorben bei irgendwas. Was? Da fragt man sich jetzt, war es ein Fehler? Also ein Bug im Spiel oder war es irgendwas anderes? Oh, noch mehr Rebellen. Ich hörte, hier wären welche. Wenn ich den Anführer erledige, geht der Rest vielleicht weg. Ich kann die Maschine mit Schockmunition ausschalten. Weiß nicht, ein Killswitch klingt so ein bisschen komisch. Fuck. Ich würde das Fass da gerne in die Luft jagen. Oder die Fässer. Ein Treffer mit der richtigen Munition lässt das explodieren. Gehen wir mal in den Busch da rein. Warten wir mal, bis der Anführer wieder da ist. Schwach gegen Gift und Eis. Warum gehst du jetzt da rauf? Nur warten, bis er daran vorbeigeht. Was macht der da? Warum geht denn der im Kreis?
Der weiß auch. Wo bist du jetzt hin? Ich wollte gerade sagen. Komm her. Komm ruhig her. Aua! Ich kann mich nicht bewegen, jetzt aber. Mal sehen, ob ich hier auch Marken finde. Ich nehme sie erstmal an mich. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Da steht halt nicht abgeschlossen, ne? Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Ich frage mich jetzt, ob das gleich fertig ist, wenn die... Wenn ich das Gebiet jetzt verlasse. Das müssen die Ruinen von Las Vegas sein. Ja. Poseidon kann nicht weit sein. Okay. Ruinen von Las Vegas. Ich habe das Gefühl, dass die Mission für den der Beutel ist voll. Für den allerersten für die allererste Subfunktion irgendwie noch deutlich länger ist, als ich dachte. Das haben wir ja. Maschinen taumeln lässt, baut Mut schneller auf. Schweren Waffen mehr Schaden. An der Werkbank. Benutzt halt nie einen Bolzenschießer, ne? Gigabogen. Sorry, wegen der Frage und dem Aufdrängen. Wann redest du, Ikarus? Hält Gesundheit, bewegt leiser. Haben wir hier noch was? Das Problem für die Nahkampfmission muss ich ja hier Dinger freischalten. Ich glaube nur nicht, dass wir den Kriegerbogen brauchen, sondern mehr, dass wir das hier brauchen. Energetisiert einen Speer schneller. Halte R1 gedrückt. Vermute ich zumindest. Wieso können einige Streamer die Videoqualität ändern lassen und so? Also. Als Twitch-Partner hast du auf die Funktionalität immer Zugriff. Das heißt, du kannst als Twitch-Partner, sofern dein Rechner es zulässt, immer auf 1080p streamen. Also quasi auf dem höchsten, was du möchtest. Und hast da automatisch die... Dings da, Trans-irgendwas-Option. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und wenn du affiliated oder nicht affiliated bist, also die anderen beiden Varianten, kriegst du das, wenn Twitch die Ressourcen hat. Also wenn, keine Ahnung,
wenn Twitch gerade Leistung hat. Laut Gaia sollte ich Poseidon hier finden. Genau. Aber die Ruinen hier sind der Witterung ausgesetzt. Kann es sein, dass du das freikriegst oder auch nicht? Das ist halt dann automatisch entschieden. Poseidon unter der Erde. Wenn das stimmt, könnte ich einen Weg nach unten durch eine dieser Bauten finden. Und du kannst davon ausgehen, da ich aktuell 3 Zuschauer habe, dass ich auf der Prioritätenliste sehr weit unten stehe. Also, dieses Markiermenü ist manchmal komisch. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Ja. Was ich hier machen muss, ist klar. Später wiederkommen. Du musst Twitch. Ja. Normalerweise kriege ich das im Laufe des Streams immer. Also zumindest immer, wenn ich es nachgeschaut habe. Aber heute ist halt, ich denke mal, auch durch Elden Ring und so wirklich sehr wenig. Also ich habe halt 3 Zuschauer. Das ist ja nichts. Verhältnismäßig. Abgeschlossen. Es ist hier einfach. Aus dem Gebäude fließt Wasser. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Aha. Stemur. Ich gleite. Turm der Tränen. Aber naja, ich würde ja lieber die Qualität dem Zuschauer senden lassen, weil nicht jeder hat die beste Leitung und so. Deswegen muss man sich als nicht gepartnerter Streamer entscheiden, in welcher Qualität man streamen möchte. Die einfachste Variante ist 720p. Sieht aus, als wäre da was hinter der Plane. 720p mit ungefähr 4000 Kilobit-Bitrate. Das Problem ist, zumindest bei allem, was ich bis jetzt gemerkt habe, das ist eine Faustregel, die für deutsche Zuschauer nicht funktioniert.